Hi und herzlich willkommen zu Filmmotiviert. We were 16 in the summertime when you saw me like a movie scene. We were crazy like a teenage crime. You picked me up in your dad's 69. So, es ist immer noch Winter und ich bin unterwegs in der Pfalz. Ich habe mir da eine schöne Tour rausgesucht, die in der Nähe von Lambrecht startet. Das heißt, ich bin jetzt in der Nähe von Lambrecht unterwegs. Ja, und mal gucken, was mich auf dieser Tour noch erwartet. Übrigens, es schneit gerade. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. Oops. Ich schätze, ich habe mich verlaufen. Ha! Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Also, für alle, die es jetzt noch nicht wissen, für alle neuen Zuschauer, es ist nicht so leicht, eine Wanderung zu planen und sich dabei nicht zu verlaufen. Es ist einfach so unglaublich. Es passiert nicht selten bei mir. Trotzdem machen mir die Wanderungen Spaß, so ist es nicht, aber es wäre schon schön, wenn man sich mal ein bisschen weniger verlaufen würde. Wow, schau dich das mal an. Das ist ein Schneeklotz, ein Eisklotz. Heute ist der erste Tag, an dem es schneit. Komisch, dass es schon sowas hier gibt. Naja, jedenfalls hier haben wir schöne Natur. Zumindest das habe ich jetzt mal gesehen. Jetzt muss ich mal einen Weg herausfinden, wie ich hier wieder rauskomme aus dem Wald. Oh Gott. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Ene, Mene, Mu und raus bist du. Ich gehe den Weg. Okay, ich weiß immer noch nicht zu 100%, wo ich hin muss. Aber was ich jetzt weiß, ist, hier bin ich hergekommen. Was ist das Verwirrende hier an dieser Stelle? Dass genau hier mein schöner Wegweiser hängt. Und natürlich veranlasst er mich zu denken, dass das der richtige Weg wäre. Aber vielleicht ist es jetzt dieser hier. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren und ja, ihr werdet sehen, ob ich heute noch nach Hause komme oder eben nicht.
Okay, ich habe einen Platz gefunden, an dem ich jetzt Rast mache. Ich bin zu 70% sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Zumindest stand da mal was von Rundweg und ich will auf einem Rundweg sein. Ich habe hier einen wunderbaren Ausblick, den ich euch jetzt gleich im Anschluss zeige. Und ich bin einfach begeistert. Und jetzt mache ich erstmal. Und jetzt mache ich erstmal Vespa-Pause. So. Aufbruch. Jetzt geht's weiter. Mal gucken. Gesättigt bin ich. Ich schätze, jetzt gehen wir mal da hoch. Ja. Ich bin schon wieder an dem Punkt angekommen, wo ich so viele Optionen habe, wie zum Beispiel diesen Weg oder diesen Weg. Muss noch ein bisschen nachgucken. Da bin ich jedenfalls hergekommen. Das heißt, ich habe drei Optionen und wahrscheinlich muss ich mir einen raussuchen, muss da ein bisschen reinlaufen. Wenn nicht früh genug ein Zeichen kommt, muss ich wieder zurücklaufen. An diese Stelle und in den nächsten reinlaufen und da gucken, ob da ein Zeichen kommt. So kompliziert wird's, wenn es an Kreuzungen einfach nicht richtig ausgeschildert ist. Naja, ist mir nicht zum ersten Mal jetzt begegnet, von daher bin ich es schon gewohnt. Ich will euch nur als Tipp mitgeben, wann immer ihr an so eine Situation kommt, dass ihr unsicher seid, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid, setzt euch ein Ultimatum von, keine Ahnung, 500 Metern oder auf Zeit gerechnet 5 Minuten und wenn ihr bis dahin kein Zeichen gefunden habt, dann kehrt ihr um und geht wieder zur Ausgangsstelle zurück. Okay, weiter geht's. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Okay, ich schätze, ich habe mich auf Anhieb richtig entschieden. Hier ist das Zeichen. Cool, und weiter geht's. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Ohne Witz. Das ist doch wirklich eine unglaublich schöne Umgebung. Ich meine, schaut euch das mal an. Überall liegt Schnee. Ja, ab morgen, also ab Montag, hat es pure Sonne angesagt bis Freitag. Also ich freue mich schon unglaublich auf diese Sonne, aber dass es davor, obwohl es nur Matschewetter war bisher, jetzt nochmal schneit. Naja, ich weiß nicht, ob es in Mannheim schneit, wahrscheinlich nicht. Aber es ist so unglaublich. Schaut euch das an. Es ist einfach alles weiß. Obwohl man damit nicht mehr gerechnet hat, dass diesen Winter noch Schnee fällt. Also ich zumindest nicht. Und soweit ich weiß, andere auch nicht. Puh, Wahnsinn. Remember the time we were standing on the rooftop. Shone as bright as the city before us. Now tell me you feel it, tell me you know it, tell me you're cold and tell me I'm water. And you just keep drowning. Days of thunder I hear, they come when you're near. All that I touch always fall into dust. Da ist mein Zeichen. So, ich bin quasi angekommen, beziehungsweise ich habe jetzt nur noch das Stück runter nach Lamprecht, also ich bin quasi am Höhepunkt angekommen und habe also meine Route gefunden und von daher hoffe ich, dass auch der Rest jetzt richtig läuft.
Das heißt, dass die Bahn keine Verspätung hat und dass ich gemütlich nach Hause gondeln kann. Ich nutze jetzt die restliche Wanderung, um einfach in mein Innerstes zu gehen, meine innere Stille zu finden. Und von daher verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt motiviert und bis zum nächsten Motivationstag. Something on your mind is the comfort I can offer. Just this once for the city before us. So tell me you feel it, tell me you know it. Tell me I'm loved and tell me I matter. I'll keep you from drowning. Solid ground.